Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich habe jetzt einige Tage nicht Victoria gespielt, habe mir stattdessen das Snooker Masters angeschaut. Ich kann das nur weiterempfehlen. Das ist eine wundervolle Erfahrung, Männern mittleren Alters zuzusehen, wie sie auf virtuoseste Art und Weise Kugeln in irgendwelchen Löchern versenken. Dazwischen ist das ein ausgesprochen taktisches Spiel. Na gut. Haben wir ja hier auch sowas in die Richtung. Ja, ich habe noch immer einen Haufen. Ja, genau. Meine Armee wird wieder neu aufgebaut, nachdem ich einige Revolten hatte. Und danach schauen musste, dass wir alles wieder so recht hinkriegen. So, da haben wir Dragoner, da fehlen Dragoner. Auf nach Prag. Da haben wir eine Artillerie. Fehlt eine Artillerie? Yep. Das heißt, wir werden diese Artillerie darauf bringen. Ein Panzer. Wo fehlen Panzer? Fehlen da Panzer? Nee. Fehlen da Panzer? Ja, da fehlt ein Panzer. Habe ich hier alles produziert, was ich noch brauche? Ich habe mir das letzte Mal angeschaut, was ich noch alles brauche. Und hoffe einfach, dass das dann passt. So, da brauchen wir noch einen Husaren hier. Okay. Delegierte Befehlsgewalt. Da haben wir eine Artillerie. Fehlt uns da eine Artillerie? Yes. Das heißt, du kannst gleich daher gehen. Da haben wir noch einen Husaren. Wir haben gerade irgendwo gesagt, wo brauchen wir den Husaren? Hier. Kann das sein? Ja. Hier brauchen wir den Husaren. Gehst gleich nach Lemberg. Haben wir das auch abgeschlossen? So, was fehlt uns hier noch? Da fehlt uns auch ein Husar. Jo, in der Zwischenzeit werden wir versuchen, unsere Diplomatie wieder auf Vordermann zu kriegen. Dass wir unsere Feinde draußen behalten. Achso, da sind wir rausgeflogen. Uruguay. Kann man aufhören. Spanien. Da haben wir Frankreich gegen uns. Die haben echt nichts Besseres zu tun. Der Jemen gehört auch uns ganz alleine. Griechenland. Da gehen wir mal darauf. Chile. Ah, Meinungssteigerung. Jetzt sind wir vertraut mit ihnen. Sehr gut. Argentinien. Passt auch. Und weiter geht's im Programm. Schon wieder elende Nationalisten. Hat nichts Besseres zu tun, noch zu Böhmen. Oh, ihr drei. Na geh. Ihr drei Armeen. Macht's mal so einen Rundlauf. Trend ziehen.
Dings. Bums. Klopp. Wow, 75.000. Bist du wahnsinnig. Und dann. So, ihr jetzt mal daher. Jetzt das müsste eigentlich reichen, um diese Rebellion zu besiegen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man schon eine gewisse Militärtechnologie hat. Da können das noch so viele Rebellen sein. Die halten nur sehr kurz durch. Ich hoffe, die sterben nicht alle, sondern gehen einfach so nach Hause. Weil ansonsten haben wir jetzt gerade ziemlich viele Leute getötet. Pilsen. Okay, und hier macht es das so. So, noch eine Artillerie. Schauen wir mal. Euch eine Artillerie? Nö. Euch? Jo, da fehlen Artillerien. Auf nach Salzburg. Ja, wieso nicht?
So, was haben wir da noch alles? Was Interessantes dabei? Schaut nicht so aus. Ich finde da unten Krieg Hatchers gegen die Niederlande. Warte, 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 warte. Da ist Äthiopien dabei. Kann ich da eingreifen? Mal den Niederlanden Krieg erklären. Dafür, dass sie da einfach die ärgeren Typen sind. Müsste das gehen? Mindestens vertraut. Warte, was muss ich sagen? Mindestens vertraut von uns haben. Ah, okay, nachdem nicht Äthiopien das Kriegsziel ist, sondern Hatchers, kann ich denen nicht beistehen. Obwohl Äthiopien der Chef im Krieg ist. Naja, ärgerlich ein bisschen. So, auf nach Gjör. Wir haben hier noch Dragoner. Fehlen uns die Dragoner hier noch? Nö. Fehlen sie hier noch? Jo, hier fehlen noch zwei Dragoner sogar in der großen Armee. Auch nicht schlecht. Okay, die sind alle gleichzeitig fertig geworden. Du einen Artillerie? Nö. Nee, wir brauchen die Artillerie. Du? Auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Na, du brauchst nur noch einen Husaren. Du auch nicht. Ah, Salzburg braucht noch eine. Der zweite Dragoner kommt auch noch hierher. Dann haben wir die Skrosse auch ausgebaut. Vollständig. Dann fehlen noch. Fehlen noch kurz. Da fehlt auch noch ein Dragoner. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Wenn ich damals mir überlegt habe, wie viel ich noch einkaufen muss an Truppen. Ah, das ist jetzt so viel, kann das jetzt nicht mehr sein. Was fehlt uns da noch? Da fehlt uns noch ein Pionier. Da fehlt uns noch eine Artillerie. Artillerie, Pionier fehlt dann noch. Da fehlt noch ein Husar. Warte mal, wo hat der Dragoner gefehlt? Ich weiß es nicht mehr. Fehlt noch der Husar. Gut.
Den Dragoner schon gesehen? Fehlt da auch einer? Nö. Oh ja, ich habe ihn schon gesehen. Da war der Pionier, der fehlt. Da fehlt gleich noch ein Dragoner. Nein, da fehlt eine Artillerie. Hier fehlt ein Dragoner. In Afrika sind die wieder voll. Ich will nicht Universalwahlrecht einführen. Könnte jetzt ja aufhören, so schlecht gelaunt zu sein. Das ist echt elend, diese ganzen Nationalisten und links-linken Gutmenschen. Versuchen wir zu verhindern, dass ich mich großartig um mein Reich kümmere. Hey, Großkampfschiffe kann man jetzt bauen. Das ist ja cool. Und Flugzeuge. Das ist gut, das ist gut. Warte mal, schauen wir mal. Schauen wir mal die einzelnen Flotten an. Bei den Flottenverbänden kann es sein, dass wir irgendwelche Uraltschiffe noch drinnen haben, immer loswerden wollen. Nö, Adria-Flotte. Kampfschiff, Schlachtschiff. Ah, das sind noch Handelszerstörer, die wir jetzt mal raushauen. Die sind definitiv nicht mehr relevant. Die lösen wir auf. Jetzt nicht wirklich was gebraucht da, oder? Habe ich die wirklich aufgelöst? Habe ich irgendwie nicht so ausgeschaut. Achso. Oh ja, vielleicht bringt das schon was. Ja, wir müssen nur warten. Ostseeflotte, die haben keine Uraltschiffe. Nö. Die zweite Transportflotte hat eigentlich auch nur relativ modernes Zeug. Ja gut. Oh, bauen wir ein Großkampfschiff vielleicht? Können wir das überhaupt? Nö. Dafür haben wir keine groß genug Häfen. Na gut. Apropos Häfen, die nicht groß genug sind. Ja, Marinestützpunkt 5 bauen wir schon. Sehr gut. Niederlande hat Reserven mobilisiert. Wofür? Gegen Hatchers und Äthiopien? Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. So, Portugal. Oh. Ah! Japan ist in den Krieg eingestiegen. Das ist ja cool. Die haben sich um Hatchers gekümmert, gell? Und um Äthiopien vielleicht auch. Na gut, was möchte ich? Schauen wir mal. Ja, versuchen wir wieder gut Freund zu sein mit denen da. Im Endeffekt möchte ich schon verhindern, dass wir mit den Großmächten Kriege führen. Ich meine, wir sind durchaus bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Jetzt gerade umschwärmt haben, werden uns gleich wieder hassen, wenn wir diese ganzen Truppen, diese ganzen Botschafter rauswerfen. Huch, Krakau hätte gerne ein Bündnis. Doch, wieso nicht? Noch ein Panzer und was haben wir da? Noch eine Artillerie. Warte mal, Artillerie war irgendwo da, oder?
Die brauchen eine Artillerie. Nö. Die brauchen eine Artillerie. Yes. Diese Artillerie ist riesig. Artillerie fährt darüber nach Mailand. Gut, aber wir haben einen Panzer. Wir brauchen noch einen Panzer. Du nicht. Auch nicht, auch nicht. Haben wir schon alles. Du könntest noch einen Panzer brauchen. Tatsache, da brauchen wir den Panzer. Auf nach Bromberg mit dir. Schlecht. Ja, drei Sachen werden noch gebaut. Gut, dann noch eine Artillerie. Haben wir echt noch eine Artillerie? Da nicht. Da drüben könnte es noch sein. Auch nicht. Da brauchen wir noch einen Husaren. Das sicher nicht. Da könnte noch eine fehlen. Nein, fehlt auch keine. Was fehlt hier? Eine Infanterie. Da fehlt der Pionier. Kommt eine Infanterie noch? Nö. Und der Pionier ist irgendwie nicht mehr da. Hatten wir nicht einen Pionier? Ja, ein Stück ist daher, wo der Pionier gebraucht wird. Artillerie-Pionier ist eh fast das gleiche. Immerhin fast perfekt, wie ich das gemacht habe. Nicht ganz, aber was soll's. Kann man auch nichts machen. Sollen sie das? Ja, Flugzeuge werden stärker. Apropos Flugzeuge, genau, die haben wir auch noch rein zu unseren Armeen. Das bedeutet, wir werden jetzt anfangen. Wie viele? 29 haben wir jetzt. 29. 29 Flugzeuge. Geht sich das aus? Können wir das bauen? Jo, wir können das. Nicht in Afrika, sondern in Europa. 29 haben wir gesagt. Oh. Ja. Schauen wir mal. Okay. Guck mal, das ist Marine oder Handel. Ruhig, gell? Marine oder Handel? Schwierige Entscheidung. Investmentbanken, wir sind recht günstig jetzt schon, nehme ich mal an. Oder wir könnten natürlich moderne Marine-Doktrin nehmen. Wir sind bald fertig mit dem 5. Level.
Marinestützpunkten, wobei 5. Level passt eh eigentlich. Sorgungsreichweite steigt und da steigt die Organisation, machen wir das. Gut, wir wollten ja eigentlich jetzt anfangen, Flugzeuge zu bauen. Also, 29 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27. 28, 29, passt. Flugzeuge in Auftrag gegeben. Das wird uns in guter Licht dastehen lassen. Yep. Wir mögen Safaris. Weit sind wir ja nicht gekommen in dem Jahr. In dem Dings. In diesem Update. Mehr Prestige. Das ist schon die 8. Kolonialarmee. Okay. Ein Führer. Irgendwann, der nicht besonders mies ist in allem. Zum Beispiel. Oh, Japan hat auch Reserve mobilisiert. Na, schau dir was an. Und sie scheinen zu verlieren gegen die Niederlande. Nicht gut für Japan, könnte man fast sagen. Man ist gewillt zu meinen. Sollten sie circa gleich stark sein.
So, dann ihr. Wo geht's ihr hin? An irgendeine Grenze. Da halt zum Beispiel. Munitionseinsparsystem. Weniger schießen. Tja, wie schon gesagt, die Flugzeuge werden jetzt immer besser. Deswegen ganz schön, dass wir sie bauen. Bauen wir sie echt? Ja, tatsächlich, wir bauen sie. Wir sind trotzdem noch im Plus. Finde ich gut. Liebe Österreich-Ungarn. Hey, Baumberg hat sich zu einer Kolonie von uns gemausert. Wir haben noch sehr viele Gebiete, die nicht uns zugesprochen werden. Mal schauen. Solche Krone noch. Posen. Und Tuchel. Die sind noch nicht österreichisch, aber alles andere passt schon. Puh, mit einem Monsterkonflikt herd hier. War diesmal umgekehrt, diesmal in Griechenland, nicht in Wie ist es jetzt mit Japan? Die scheinen die Schlachten ja zu verlieren. Wir sind da unten nicht vertreten. Ich könnte mir das eigentlich anschauen. Ja, aber auch nicht. Dass wir da vertreten sind. Na gut, Herrschaften, dann werde ich jetzt für heute wieder aufhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Das nächste Mal sehen wir vielleicht etwas mehr Action. Und zwar die Action, wie ich Flugzeuge verteile. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.